Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Das klappt ja mit der Live-Übertragung und Zuschauer sind auch schon da. Wie schön. Schreib mir doch mal gerne, von wo du zugeschaltet bist, von wo du zuschaust. Das kann ich ausziehen. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Sonntag Live-Event. Heute ein ganz besonderes Thema, wie du deinem, ja, Seelenplan näher kommst im neuen Jahr. Wie der Zauber der rauen Eschen dir den Weg zu deiner Seele öffnet, das ist das Thema heute. Und schreibt mir doch mal gerne rein, wer schon mal sich mit den rauen Eschen beschäftigt hat. Ich hatte ja im Vorfeld schon mal hier die Frage gestellt. Ich weiß, es sind ja einige dabei, die schon was mit den rauen Eschen gemacht haben. Aber wie ist es mit dir? Schon mal was von den rauen Eschen gehört? Schon mal damit gearbeitet? Oder ist das jetzt was ganz Neues, eine neue Wortschöpfung für dich? Schreibt es mir doch mal rein. Und schreibt mir auch gerne mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Und dann starten wir auch gleich. Wer ist denn alles mit dabei? Die Melanie, wunderschönen guten Morgen. Adriana. Ach ja, wir haben ja heute den ersten Advent. Einen schönen Advent für euch alle. Adriana, schön, dass du auch dabei bist. So schön. Sind mehr Zuschauer da? Euch beide sehe ich gerade als einziges hier. An alle einen wunderschönen guten Morgen. Sonntagmorgen, Live-Event hier in unserer Erfolgscommunity. Entdecke und lebe deinen Seelenplan. Ich erzähle dir vielleicht zuerst mal, wie ich überhaupt so dazu gekommen bin, mich mit den rauen Nächten zu beschäftigen. Und vielleicht findest du dich ja da auch ein bisschen wieder. Ich habe schon als Kind in dieser Zeit, so ein paar Tage vor Weihnachten und vor allem so zwischen Weihnachten und Neujahr und dann auch so die ersten Tage im Januar immer irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, mit meinen jetzigen Worten würde ich sagen, da herrscht irgendwie eine andere Energie. Ich hatte als Kind, sorry, einfach nur das Gefühl, irgendwas ist jetzt hier gerade anders. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass es dir genauso ging. Und ich hatte damals aber niemanden, mit dem ich mich da hätte drüber unterhalten können, also fragen können, Austauschpartner, ja. Und geschweige denn, dass ich damals natürlich etwas bewusst wusste von Energien wahrnehmen oder sowas. Und ich kann mich aber gut erinnern, das war jedes Jahr so irgendwie. Und 2010 habe ich dann zum ersten Mal, woher weiß ich nicht mehr, ich glaube über ein Buch, irgendwo im Internet, was von den Rauhnächten gehört und war neugierig und dachte, ah, was ist das denn? Und habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und hatte dann so einen Aha-Effekt nach dem anderen. Ah, genau, das waren so meine Wahrnehmungen aus der Kinderstube, als ich noch Kind war. Das sind so die Dinge, die ich wahrgenommen hatte. Aber damals, ja, niemanden hatte, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte. Und so habe ich angefangen in diesem Jahr, also das ist jetzt 2010, oh Gott, das ist jetzt 11 Jahre her, seit 11 Jahren arbeite ich jetzt, in Anführungsstrichen arbeite ich, nutze ich die wunderbaren Energien und deshalb habe ich es auch so genannt, im Zauber der Rauhnächte, um in diese Energien einzutauchen, mich inspirieren zu lassen. Weil das Ding ist, wenn du das einmal gemacht hast, so in den Zauber der rauen Nächte wirklich eingetaucht bist, du bekommst auf einer ganz anderen Ebene nochmal den Zugang zu dir selbst und du wirst erstaunt sein. Ich spreche jetzt gleich noch mit dir über den Ablauf und alles, gebe ich dir heute hier alles weiter. Du wirst erstaunt sein, weil das bin ich jedes Jahr in den Rauhnächten immer wieder auf ein Neues. Und auch
2011 fand dann auch zum ersten Mal ein Rauhnacht-Seminar statt, einige Jahre vor Ort im Saarland, wo ich ja ursprünglich herkomme. Und ja, dann später auch in der Kombination Online-Offline. Jetzt habe ich das schon 2 Jahre, glaube ich, oder 3 Jahre schon immer angeboten. Aber dieses Jahr, gleich mal vorweggeschickt, wer in diesem Jahr mit mir in den Zauber der Rauhnächte eintauchen möchte, gibt nachher noch einen Link, kannst dir alles nochmal anschauen. Findet allerdings online statt. Genau. Ja, und so habe ich mich dann mit den Rauhnächten beschäftigt und habe mir da so eine eigene Anleitung gemacht, wie es sich für mich stimmig angefühlt hat und auch gepasst hat. Und als das dann 2010 so wunderbar geklappt hat, dann habe ich einfach auch begonnen, das Wissen zu teilen. Und das teile ich heute ja auch mit dir, wie genau ich die Rauhnächte da nutze. Und es war letzten Endes für mich auch mit ein Grundstein, ein ganz, ganz wesentlicher Grundstein, nicht nur zu sehen, was für eine tiefe innere Weisheit in uns verborgen ist, also auch in dir, was für ein Wissen in dir verborgen ist. Da gibt es eine Instanz in dir, die weiß wirklich alles, die kennt deinen Weg, die zeigt dir auch den Weg. Das sind nur Dinge, die hat man uns nie beigebracht. Die sind verschüttet, die sind uns ein Stück weit verloren gegangen. Und was mich so fasziniert hat, in diesem Zauber der Rauhnächte eine Jahresplanung zu machen. Ich sage jetzt ganz bewusst Jahresplanung, weil kennen wir ja alle, Silvester setzen wir uns Ziele fürs neue Jahr, mache ich auch nach wie vor, nur unterstützend in diesem Zauber der Rauhnächte tatsächlich eine Jahresplanung zu machen, wird nachher noch deutlicher, wovon ich da spreche. Das ist sowas von mystisch, wie es ganz genau passt, was im Zauber der Rauhnächte da zu dir kommt an Informationen für das folgende Jahr. Weil das Ding, was mich damals so fasziniert hatte, war, dass die Ziele, die ich mir gesetzt hatte, unterstützend mit den Themen, die in den Rauhnächten zu mir gekommen sind, so faszinierend zusammengepasst hatten, wo mein Kopf gesagt hat, das kann doch einfach gar nicht sein. Und das ist das Ding, wo ich dich heute hier gerne mitnehmen möchte. Wer hat Lust dazu? Schenk mir mal noch ein paar Herzlein. Oder Umarmung, oder schreibt ja ins Kommentarfeld, hat im Übrigen auch den Vorteil, dass noch ein bisschen mehr Leute uns finden. Manuela, einen wunderschönen guten Morgen. Elisabeth ist auch mit dabei, Janina ist mit dabei. Sehr schön, ihr Lieben. Gut, dann lasst uns doch mal starten. Und für diejenigen, die jetzt noch nichts von den Rauhnächten wissen und zum ersten Mal vielleicht was gehört haben, mal so ein bisschen ganz kleiner Ausflug noch in die Geschichte der Rauhnächte. Es gibt ja auch so, gerade im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch ganz verschiedene, unterschiedliche Namen für die Rauhnächte. Vielleicht sind ja schon mal die Begriffe Klöckelnächte, Innernächte oder auch Rauhnächte begegnet. Und je nach Region unterscheidet sich auch die Anzahl der Rauhnächte zwischen 3 und 12 Nächten. Und mal so grundsätzlich, so die wichtigsten Rauhnächte, als die wichtigsten Rauhnächte werden bezeichnet, der 21. und 22. Dezember, die sogenannte Wintersonnenwende, die Thomasnacht. Das ist die längste Nacht des Jahres und der kürzeste Tag. Was ist da so besonders dran? Was mache ich da persönlich? Ich habe mir da eine Meditation gemacht, die ich jedes Jahr nutze, um nochmal, so, weil es eben die längste Nacht des Jahres ist und der kürzeste Tag,
Das heißt, im übertragenen Sinne umgibt uns ja da viel Dunkelheit an diesem Tag, um es mal so auszudrücken. Um tatsächlich nochmal alles das, was nicht zu mir gehört, was ich irgendwann irgendwo aufgeschnappt und aufgenommen habe, warum auch immer, wann auch immer und von wem auch immer. Und all die Energien und Themen, die sich da irgendwie eingeschlichen haben, die mir bewusst sind oder auch nicht bewusst sind, die lasse ich da nach, die lasse ich da los. Und dazu ist die Wintersonnenwende für ein Ritual wunderbar geeignet, um tatsächlich so die Schattenseiten nicht nochmal drin rumzuwühlen und nochmal ins Tal der Tränen einzutauchen. Wir sind jetzt in einer besonderen Zeitqualität angekommen, wo es schneller gehen darf, wo es leichter gehen darf, auch wenn es jetzt im Außen so ausschaut, als, wie soll ich sagen, auch wenn es jetzt im Außen so ausschaut, als würde hier nochmal alles zusammenbrechen. Die Wahrheit ist, wie viel Wissen und Weisheit hast du tatsächlich in dir, dass wenn du ihr folgst, deinem inneren Wesenskern, weil jeder von uns erschafft sich seine Lebenswirklichkeit im Außen immer selbst, auch in der jetzigen Situation, die wir haben. Kopf kann das nicht verstehen. Herz und Seele sagen ja. So, und ich glaube, dieses Jahr werden die Rauhnächte ganz besonders werden, weil gerade in der Wintersonnenwende diese ganzen Schatten, die uns umgeben, die musst du noch nicht mal in dich aufgenommen haben, aber ich merke das hier schon besonders. Wir sind ja jetzt seit einigen Tagen hier im Saarland, weil wir die Familie besuchen und werden wohl auch ja, bis Weihnachten bleiben und dann danach erst wieder zurückfliegen nach Zypern oder ich habe noch so ein paar andere Reiseziele, mal schauen, wo es dann erstmal hin weitergeht. Erstmal zurück nach Hause, Zypern oder erstmal noch sonst wohin, mal schauen. Auch die Dinge, und das wollte ich eben damit sagen, was hier nochmal für andere Energien herrschen, Deutschland, Österreich, Schweiz, das habe ich so sehr gemerkt, als wir dann tatsächlich hier in Deutschland vor einigen Tagen angekommen sind, oder es sind erst schon 2 Wochen, oder 3 Wochen, 2 Wochen. Und wie wär's, wenn du dich dem Gedanken öffnest, dass du dir einfach dieses Jahr alles das, was dich umgibt und was du bewusst oder unbewusst aufgenommen hast, sei es resultierend aus der jetzigen Zeitqualität, wo ganz, ganz viele Herausforderungen da sind, vor allem für diejenigen, die ja noch einen 9-to-5-Job haben, zwar davon träumen, wie ich auch früher davon geträumt habe, als ich noch im öffentlichen Dienst war, von einem freien Leben, dass ich mich dort auf der Welt aufhalten kann, wo es mir, wo es uns gerade gefällt und das für die ganze Familie, nicht nur für mich, sondern auch für meinen wunderbaren Mann, für unsere wunderbaren Kinder, die ja inzwischen erwachsen sind. Wie wäre es, wenn du dich dem Gedanken öffnen würdest jetzt, darf ich dich dazu einladen, dieses Jahr in der Thomasnacht, in der Wintersonnenwende, all diese dunklen Schatten loszulassen, dich zu reinigen. Das gibt mit verschiedenen Ritualen, komme ich nachher auch noch dazu. Aber fühl mal da hinein, wie sich das schon alleine für dich anfühlt. Wenn du diesen ganzen Druck und Zwang und ja, was da alles gerade so in dieser besonderen Qualität, Zeitqualität, die wir haben, dich umgibt, wenn du das alles dieses Jahr in der Wintersonnenwende spätestens loslassen würdest. Ja? So, dann die zweite wichtige Nacht, Rauhnacht. Also wenn ich von Rauhnächten spreche, das sind immer die Tage und die Nächte. Das sind nicht nur die Nächte, sondern ich spreche da immer vom 24-Stunden-Rhythmus Tag und Nacht. Ja? So, dann sind wir beim 24., 25. Dezember.
Das ist ja Christnacht, Heiliger Abend. Das ist für mich dann so der Start in die Rauhnächte, wo ich beginne. Da habe ich ein Jahresmonatsbuch auch, wo ich beginne, mich ganz bewusst mit den Rauhnächten nochmal zu verbinden und Themen für das Folgejahr, also für 2022 in diesem Falle, zu mir fließen zu lassen, zu mir kommen zu lassen. Dann der 31. Dezember, das ist so auch nochmal ein besonderer Tag dahingehend, weil so die Mitte von diesen 12 Nächten ist und ja, weil das neue Jahr einfach anfängt. 2022. Neues steht vor der Tür. Und der 5. und 6. Januar, der 6. Januar ist dann Heilige Drei Könige. Das ist so der letzte Tag von den Rauhnächten. Genau. So, das mal so in der Übersicht. Und das Ding ist jetzt, ich habe ja eben vom 21. und 22. Dezember gesprochen, die Wintersonnenwende, letzte Nacht des Jahres, letzte, längste Nacht des Jahres, kürzester Tag. Da ist es einfach wunderbar, dieser Tag ist wunderbar geeignet, um tatsächlich loszulassen, was nicht zu dir gehört, in einem Ritual, dem Universum übergeben. Was ich da auch sehr gerne mache, ist zu räuchern. Als wir noch fest hier im Saarland gewohnt haben, habe ich an diesem Tag auch immer hier so das ganze Haus geräuchert. Ja? Jetzt mache ich eher so, je nachdem, wo wir sind. Dieses Jahr werde ich hier wohl auch ein bisschen mehr räuchern, nochmal im Haus. Aber so die letzten Jahre, je nachdem, wo wir waren, habe ich dann einfach Räucherrituale für mich gemacht, in der Wohnung, wo wir einfach gerade uns aufgehalten haben, um die Energien zu klären. Du bekommst von mir nachher auch noch ein paar Informationen zu dem Thema Räuchern, mit was ich da räuchere, was ich da gerne nutze, weil da gibt es ganz simple und einfache Dinge auch, mit denen man räuchern kann, die du auch jetzt schon zu Hause hast, ja? Okay. Und vielleicht noch mal kurz noch mal in die Geschichte einsteigen. Wo kommen die Rauhnächte überhaupt her? Was ist das überhaupt? Das ist ein ganz, ganz altes Brauch, ganz altes, ein ganz alter Brauchtum, wie man so schön sagt. Und vermutlich kommen sie aus der Zeitrechnung nach einem Mondjahr. Weil nach einem Mondjahr ein Mondjahr, ein Jahr aus 12 Mondmonaten umfasst nur 354 Tage. Und wir kennen ja unser Sonnenjahr, das umfasst 365 Tage. Und diese fehlenden 11 Tage, beziehungsweise 12 Nächte, und daher kommt auch der Begriff, die toten Tage. Die sind da eingeschoben worden in unsere Zeitrechnung. Und da hat dieser Brauch mit den Rauhnächten wahrscheinlich so seinen Ursprung. Und da wird, bin ich auch auf Hinweise gestoßen, dass in Mythologien oft von angenommen wird, dass die Gesetze der Natur da auch außer Kraft gesetzt seien und dass die Grenzen zu den anderen Welten wegfallen. Was heißt das jetzt in unserem jetzigen Sprachjargon? Das, was ich eingangs schon erwähnt habe, dass es leichter ist, das tiefe Wissen, das in dir verborgen ist, tatsächlich anzuzapfen. Dich so in diesen Zauber dieser Energien hineinzubegeben, dieses Wissen anzuzapfen, um es dann zu nutzen für das neue Jahr. Was wir so als Rituale noch kennen, was du bestimmt auch kennst, ist zum Beispiel an Silvester, so dieses Bleigießen und solche Dinge. Es gibt da ganz viele Rituale. Früher hat man da Geisteraustreibung, Geisterbeschwörung gemacht in verschiedenen Regionen. Dann gab es sogar, ich glaube, das war in der Schweiz, dass Kartenspielen verboten ist,
Glücksspiele überhaupt während der Zeit verboten sind, dass es nicht unterstützend ist, Wäsche zu waschen oder weiße Wäsche zu waschen und solche Dinge. Also da gibt es ganz, ganz viele Mythen drüber und ja, es gibt sogar das Mythos oder weiß nicht, wo das herkommt, dass unverheiratete Frauen da nachts nicht raus durften oder sobald die Dunkelheit angebrochen ist, dass unverheiratete Frauen dann bitte doch sollten zu Hause sein und nicht alleine unterwegs und so weiter. Also, es gibt da ganz viele Dinge, die ich ganz interessant fand, das zu lesen, aber da mache ich jetzt weiter nichts mit. Wenn mir nach Wäsche waschen zumute sein sollte, und dann mache ich das natürlich. Also lausch da auf deine Intuition. Wenn du noch so den Brauch kennst, keine weiße Wäsche auf der Wäscheleine hängen zu haben, wenn sich das stimmig für dich anfühlt, dann mach das. Lausch da auf deine Intuition, weil das sind auch so Mythen, die aus der Zeit kommen, dass keine Wäscheleinen gespannt werden durften, weil sich da böse Geister drin verfangen konnten und, ja. Genau. Im alten Ägypten, da habe ich auch Hinweise bekommen zu den Rauhnächten. Das kennst du vielleicht auch so diesen Begriff, so Jahresschließer und Jahresöffner. Da gibt es auch einen ganz speziellen Ausdruck für, den kriege ich nie so richtig über die Lippen, deshalb lasse ich es jetzt hier auch gleich, aber nur damit du es weißt. Also es gibt in ganz vielen Regionen ganz, ganz viele Hinweise zu diesen besonderen Tagen, zu diesen Rauhnächten. Und das ist auch das, wenn wir jetzt mal nur einen ganz kleinen Ausflug in das Schamanische machen, was die Schamanen in allen Traditionen versuchen, nämlich, oder auch tun, sich in die Welt der Geister und Dämonen zu versenken, um dort, ja, Wesenheiten zu erkennen, loszulassen, zu transformieren, Kontakt aufzunehmen oder was auch immer. Und im Grunde genommen sind das nicht nur einfach Theorie und etwas Uraltes wie Märchen und Mythen, sondern es ist tatsächlich etwas, was auf gewisse Weise auch heute noch in unseren Seelen wirkt. Weil Wahrheit, darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du in Wahrheit eine viel, viel ältere Seele bist, als du es dir bis eben eingestehst. Dass du diesen Körper hast, aber nicht dieser Körper bist. Alle Weltkulturen bezeichnen auch so das Thema Menschsein aus Körper plus Geist plus Seele. Und Wahrheit kann es sein, dass dieses alte Wissen und dass in dir eine viel, viel größere Weisheit verborgen ist, die nur verschüttet ist bis eben, als du es dir bis eben eingestehst. Warum auch immer das verschüttet ist, müssen wir jetzt nicht drüber nachgrübeln. Warum auch immer das ist, kriegen wir eh keine gescheite Antwort zu. Sondern überhaupt darf ich dich dazu einladen, mal das anzuerkennen. Dich anzuerkennen als eine ganz, ganz alte Seele mit viel, viel weisem Wissen. Wie viel ist in dir aus früheren Leben verborgen? Wie viel mehr weißt du als das, was du dir bis eben eingestehst? Und das sind so die Dinge, fühl dich da eingeladen, dich dieses Jahr in den Zauber der Rauhnächte unter diesem Aspekt tatsächlich mal darauf einzulassen, einzutauchen. Wenn du jetzt denkst, ich habe in diesen Tagen eh schon genug zu tun mit Familie und Verpflichtungen und, und.
Du brauchst 10, 15 Minuten dafür jeden Tag, nicht mehr. Dann hast du das Wissen angezapft. Ja? Okay. Gut, jetzt mal genug Philosophie, wo die Rauhnächte herkommen. Jetzt mal nochmal zusammenfassen, wie du sie dieses Jahr nutzen kannst. Also, 21. 22. Dezember, die Wintersonnenwende, längste Nacht des Jahres. Im übertragenen Sinne, viel Dunkelheit umgibt uns an diesem Tag. Und was ich da einfach nochmal mache, ist tatsächlich, Altes loszulassen. Und da musst du auch nicht wissen, was das alles ist, sondern du darfst es dir auch leicht machen und einfach alles das, was nicht zu dir gehört. In einem Ritual kannst du ja gerne das auch aufschreiben, kannst es gerne dann anschließend verbrennen. Es gibt ja solche Rituale. Alles aufzuschreiben, aber dann nicht nochmal da viel in die Energien einzutauchen, sondern es dir im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele zu schreiben und dann tatsächlich dem Universum zum Beispiel mit einem Feuerritual zu übergeben oder es auch, wenn du am Fluss wohnst, dem Fluss zu übergeben. Mach das da so, wie es sich für dich einfach stimmig anfühlt. Okay? Und so dich einfach mal tatsächlich zu befreien. Was wäre, wenn du es dir dieses Jahr tatsächlich so einfach machen würdest und dann einfach in einem Ritual in der Wintersonnenwende das alles loslassen würdest? Die Dinge, die dir bewusst sind und die Dinge, die dir unbewusst sind. Und da darfst du auch auf dein altes Wissen vertrauen, dass das auch funktioniert. Weil letzten Endes, wenn du in der Richtung was in Frage stellst, Wahrheit, das ist nur unser Kopf, der das ins Frage stellt. Deine Seele, dein Herz, die wissen, was losgelassen werden möchte und darf. Also vertrau da. Ja. Ich bin sowieso ein Fan davon, immer gerne zu räuchern, aber bis zum 24. Dezember räuchere ich dann tatsächlich noch mal ein bisschen intensiver gerne, um Energien auch zu klären. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu der ersten Rauhnacht, wo ich beginne, tatsächlich mein Erfolgsmonatsbuch für das folgende Jahr zu schreiben. Denn jede einzelne Rauhnacht, fangen wir mal beim 25. Dezember an, steht energetisch gesehen für einen Monat des Folgejahres. Das heißt, der 25. Dezember steht energetisch gesehen für den Januar des Folgemonats. Der 26. Dezember den Februar, der 27. Dezember für den März und so weiter, bis wir dann schließlich am 5. Januar ankommen, der dann energetisch gesehen steht für den Dezember 2022. Und was mache ich in diesen Rauhnächten? Ich verbinde mich ganz bewusst in einer kleinen Meditation. Ich habe mir da so eine Rauhnacht-Meditation gemacht. In einer kleinen Meditation nehme mein Jahreserfolgsmonatsbuch zur Hand, komme in die Ruhe, atme, wie man das so macht, wenn man so ein bisschen in eine Meditation eintaucht, und verbinde mich mit dem Monat des Folgejahres. Das heißt, in der Rauhnacht, 24. auf 25. Dezember. Und da ist es auch egal, zu welcher Uhrzeit du das machst. Wenn dir nachts danach zumute ist, mach es nachts. Wenn es morgens früh ist oder mittags, nachmittags oder abends, egal. Das kommt auf die Uhrzeit nicht an. Entschuldigung. Dass du da einfach in eine Meditation eintauchst und dich dann, Entschuldigung, was habe ich jetzt im Hals? Dass du dich einfach mit dem entsprechenden Monat des Folgejahres verbindest. Und was ich da gerne mache,
Ich lasse drei Themen in mein Bewusstsein. Beruflich, privat, gesundheitlich. Also, ich frage bewusst, was steht im Januar 2022 an? Beruflich, privat, gesundheitlich. Da kommen drei Themen ins Bewusstsein. Und diese Antworten, die kommen auch zu dir. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky. Ich hatte noch niemanden die letzten 11 Jahre in den Rauhnächten begleitet, bei dem oder bei der das nicht so war. Also auch bei dir, wenn du es dieses Jahr zum ersten Mal machst. Du kannst es auch gerne mit mir gemeinsam machen, aber wenn du es alleine machen möchtest, hab Vertrauen, du wirst Informationen bekommen. In Form von, das hängt auch von ab, bitte löst dich auch von dem Gedanken, wie diese Information zu dir kommt. Weil das hängt davon ab, bist du mehr ein auditiver Typ oder bist du mehr jemand, der eher Bilder sieht oder bist du jemand, der mehr Gefühle wahrnehmen kann. Und auf diese Art und Weise, und das ist auch meist eine Kombination aus allem, werden Informationen zu dir kommen. Beruflich, privat, gesundheitlich, das sind immer so die drei Dinge, die ich da gerne nutze. Du kannst auch nur ein Thema nehmen. Und dann hast du schon mal so das Hauptthema zum Beispiel für den Januar. Und so gehst du dann Rauhnacht für Rauhnacht durch und machst zu einer Zeit, die es zu dir, was zu dir passt, morgens direkt nach dem Aufstehen, mittags, nach dem Frühstück, nach dem Abendessen oder egal wann. Ja? Und dann notierst du dir das. Wenn du es mit mir gemeinsam machst, dann hast du ja auch das Volksmonatsbuch, das bekommst du von mir. Ansonsten kauf dir ein Büchlein, ein neutrales Büchlein mit leeren Seiten und schreib da drauf, der Zauber der Rauhnächte, mein Erfolgsmonatsbuch 2022. Und so gehst du dann diese 12 Tage und Nächte durch. Was ich auch mehr gerne mache, ist das natürlich auch mit einem Ritual verknüpfen, mal ein paar mehr Kerzlein anzünden und fühl dich da auch eingeladen, mal mit dem Ritual Kerzen anzuzünden, dass du das Licht in dir anzündest. Nutz das mal. Kannst du auch jetzt schon machen, unabhängig. Es ist ja jetzt schon so eine wunderbare Zeit, wo man gerne auch mit mehr Kerzenschein da hockt, aber nutze es insbesondere auch in den Rauhnächten als Metapher. Immer wenn du eine Kerze anzündest, dass du das Licht in dir anzündest, um es in die Welt zu bringen, um es mit der Welt zu teilen, um 2022 viel mehr dir selbst zu erlauben, dein Potenzial zu entfalten, dich in die Identität hinein zu entwickeln, hinein zu entspannen, die du künftig sein möchtest. Dieser Beitrag für die Welt zu sein, der deiner Lebensaufgabe entspricht, warum du überhaupt hierher gekommen bist. Und du musst in dem Moment jetzt noch gar nicht genau wissen, was es ist, weil dazu machen wir ja auch das mit dem Zauber der Rauhnächte. Und da wirst du auch so einen Faden erkennen, was sich da so durchzieht. Ja? Also, Kerze anzünden, künftig mit der Metapher, das Licht in dir anzuzünden, um es in die Welt zu bringen. Du kannst da auch gerne 2 Kerzen immer anzünden. Eine Kerze zündest du unter dem Aspekt an, das Licht in dir anzuzünden. Dann nimmst du die 2. Kerze für das Kollektiv, für was oder wen auch immer. Und zündest das an deiner Kerze an, um so metaphorisch gesprochen mit diesem kleinen Ritual dein Licht in die Welt zu bringen. Ja? So. Was ich dann, jetzt sind wir am 31. Dezember, zusätzlich sehr gerne mache, mir die Frage auch noch stelle, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Also einfach völlig wertefrei nochmal ein bisschen Revue passieren lassen,
was in diesem Jahr, welche Schritte ich gemacht habe, wo ich weitergekommen bin, welche Erfolge ich feiern konnte. Und das kannst du auch, wenn du die Aufmerksamkeit darauf richtest und Rückblick hältst am 31. Und zwar bewusst Rückblick hältst auf die Dinge, die in diesem Jahr auch für dich, trotz irgendwelchen Situationen im Außen, trotz Herausforderungen, Challenges, Problemen oder was auch immer, richte die Aufmerksamkeit darauf, weil nur das bringt dich letzten Endes auch weiter, was du in diesem Jahr wunderbar gemeistert hast. Und das schreibst du dir auf. Zu deiner Rückenstärkung. Und der nächste Schritt ist dann, da werde ich sein, nicht wollen. Da werde ich am 31.12.2022 sein. Warum sage ich nicht wollen? Es ist so enorm wichtig, darauf zu achten, nicht nur wie wir sprechen, sondern wie wir auch denken, weil unsere Gedanken sind nicht nichts. Und wenn ich immer davon spreche, da will ich sein, das möchte ich. Wo ist der Fokus, wo ist die Aufmerksamkeit? Auf dem Wunsch. Was bestellen wir damit beim Universum? Den Wunsch. Was heißt das im Klartext? Der Wunsch kann nicht zur Lebenswirklichkeit werden, weil darauf die Energie, der Fokus liegt. Deshalb ist es so wichtig, tatsächlich dir aufzuschreiben, da werde ich sein, so wird es sein. Privat, gesundheitlich und auch beruflich. Ja? So. Und dann kannst du auch da nochmal ein wunderbares Ritual in der Silvesternacht draus machen oder am Silvestertag. Den einen Zettel mit den Dingen, die du aufgeschrieben hast als Ist-Situation, zum Beispiel dem Universum übergeben, nochmal in einem Feuerritual. Und die anderen Dinge, und das ist, das klingt für unseren Verstand, hallo Anna, Ilonka, schön, dass ihr auch dabei seid. Das klingt für unseren Verstand wieder total spooky, aber es funktioniert. Jedes Jahr am 31. übergebe ich einen Zettel Mutter Erde mit so einer kleinen, ja, ich nenne das immer gern Samenkorn-Meditation. Ich hole den Zettel, wo ich am 31.12.2022 stehen möchte und übergibt das im wahrsten Sinne Mutter Erde. Warum Mutter Erde? Weil es hier ja Wurzeln bekommen darf. Es soll ja aus diesem Samenkorn, was ich da gepflanzt habe, etwas draus entstehen, metaphorisch gesprochen ein wunderbarer Baum draus erstehen, metaphorisch gesprochen für dich. Es sollen sich ja die Dinge tatsächlich in deinem Leben ereignen, sprich deine Lebenswirklichkeit, die soll ja so entstehen, wie du es wirklich möchtest. Und deshalb darfst du das Mutter Erde übergeben, damit es wachsen kann. Damit es auch geerdet ist und wachsen kann. Und dazu dient der 31.12. wunderbar. Ja? Okay. Und du merkst vielleicht auch bei meiner Erklärung her, wie sehr wir da überhaupt auch mit unserer Intuition verbunden sind und raus aus dem Kopf kommen und rein ins Herz, wenn wir uns so in diese, auf diese Energien einstimmen und einlassen. Und mal bewusst Atemtechniken nutzen. Ich habe da auch so eine Heilatemmeditation, ich würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da auch noch drauf einzugehen. Aber du hast da ja selbst auch Tools und Techniken, denke ich mal. Ansonsten fühl dich herzlich eingeladen, das auch gerne mit mir zu machen, dann bekommst du das ja auch alles von mir. Aber spürst du das, was da für ein Zauber innewohnt
Und wenn du dich darauf einlässt, wie sehr du da den Zugang tatsächlich zu dir selbst findest, um diesen Dingen, die du dann in deinem persönlichen Erfolgsmonatsbuch notiert hast, auch 2022 dich führen und leiten zu lassen, eine Orientierung zu haben, wo es lang geht. Mir fällt gerade eine Situation ein, das muss. Wann war das? Das muss 2012 gewesen sein. Genau, 2012. Ja, das muss 2012 gewesen sein. Da kam mir in der einen Rauhnacht so das Thema für den Monat Juni, Heilung. Mein Kopf hat dann natürlich Kopfkino gestartet, Gedankenkabarett. Wirst du da vielleicht krank und musst dich mit Heilung beschäftigen? Und wie kannst du deinen Körper noch unterstützen, dass du nicht krank wirst und so weiter und so fort? Und es geht auch darum, damit diese Geschichte, die ich dir jetzt gerade erzähle, auch für dich den Sinn ergibt, diese Notizen, die du dir in den Rauhnächten machst, einfach nur zu notieren. Nicht mehr zu lesen, nicht mehr durchzulesen, sondern zu Beginn des jeweiligen Monates, des Folgejahres, tatsächlich erst anzuschauen, damit du dich auch voll und ganz darauf fokussieren kannst. Weil, wenn du dir das immer wieder anschaust, du vergisst das ja dann zunächst, aber wenn du das immer wieder anschaust, was steht im Mai an, was steht im Juni an, was steht im Juli an, dann bist du wieder verstreut. Dann hast du keinen Fokus auf diesen Monat. Das macht keinen Sinn. Deshalb Einladung, mach dir Notizen in den Rauhnächten und schaust dir aber tatsächlich erst zum Monatsanfang an. So. Und im Juni habe ich dann in meine Notizen geschaut und da nochmal das Thema Heilung entdeckt. Und was war? Ich war nicht krank und bin auch nicht krank geworden, sondern in diesem Monat oder für diesen Monat hatte ich mich angemeldet zu einer Ausbildung zur Heilerin. Was will ich dir auch damit sagen? Deshalb dient das Beispiel gerade so gut, das ganz zufällig jetzt wieder zu mir gekommen ist. Egal, was in dein Bewusstsein kommt, wenn du auch diese drei Bereiche machen möchtest, beruflich, privat und gesundheitlich. Wenn der Kopf spazieren geht und will da schon dran anknüpfen und will da mehr dazu wissen, der darf diese Neugierde haben, aber gib dich dieser Neugierde nicht hin, lass dich einfach drauf ein. Einfach notieren. Und dann wirst du staunen, wenn du zum Monatsanfang in deine Notizen, in dein Monatserfolgsbuch schaust, wie alles im Laufe des Monates Sinn ergibt. Entweder erkennst du es direkt schon, weil du siehst, die Weichen sind schon gestellt. Bei mir war damals ja klar, ah, ich habe mich ja angemeldet zu einer Ausbildung zur Heilerin. Die war in diesem Monat damals, sehr zurückblickend, ja. Könnte ich dir ganz viele Beispiele noch nennen. Und dann bist du fokussiert. Und vor allem, das ist viel greifbarer, wenn du so fokussiert jeden Monat beginnst, dich durch den Monat leiten und führen lässt. Als wenn du gleich 365 Tage vor dir hast, ein Jahr, und dann wieder den Überblick verlierst. Ergibt das Sinn für euch, für dich, ihr Lieben? Genau. So, was mache ich noch in den Rauhnächten? Ich schreibe mir nicht nur das Thema für diesen Monat auf, also die drei Themen, beruflich, privat, gesundheitlich, sondern ich notiere mir auch ganz kurz, also keine Romane schreiben, besondere Begebenheiten, besondere Gedanken, besondere Begegnungen, Erlebnisse an dem Tag, besondere Gefühle. Das hört sich jetzt alles so viel an. Aber wenn ich abends zu Bett gehe, und das weißt du ja auch, was war heute Besonderes? Was war heute für ein besonderes Gespräch? Was hat die Tante, keine Ahnung, heute zu mir gesagt? Oder was hat mein Mann heute zu mir gesagt?
was er sonst noch nie gesagt hat oder was auch immer oder schon lange nicht mehr gesagt hat oder keine Ahnung, was auch immer. Also besondere Begebenheiten dir notieren, besondere Gedanken, Begegnungen, Erlebnisse und deine Gefühle an dem Tag. Und da musst du auch nicht einen riesen Bohai drum machen. Ja? Einfach mal abends kurz dein Büchlein holen und aufschreiben, ohne dir da weiter Gedanken drum zu machen. Und dann kommt was ganz, ganz Spannendes, deine Träume zu notieren, die du in den einzelnen Nächten hast, weil die notierst du dir auch zu den einzelnen Rauhnächten. Deine Träume notieren. Da ist es natürlich hilfreich, wenn du da vielleicht auch ein paar Zettel am Bett liegen hast, wenn du nachts aufwachst oder vielleicht im Badezimmer oder im Wohnzimmer dir Zettel hinlegst, damit du deinen Liebsten nicht nachts weckst, wenn du aufwachst und dich gerade an ein Traum erinnerst. Weil das würde ich dir schon empfehlen, dir diese Träume tatsächlich direkt aufzuschreiben. Auch nicht den ganzen Traum, sondern nur so ein paar Stichworte. Das ist eine Sache von ein, zwei Minuten, ist das durch. Und dir dann auch keine weiteren Gedanken mehr darum machen. Weil du kennst das auch, du wachst morgens auf und denkst, heute Nacht habe ich aber was Interessantes geträumt, was war das nochmal? Deshalb ist es da hilfreich und unterstützend, tatsächlich deine Träume direkt aufzuschreiben und auch morgens direkt nach dem Aufstehen an das, was du dich erinnerst in der Nacht, aufzuschreiben. Weil daraus kannst du dann ganz, ganz viele Erkenntnisse nochmal bekommen zu dem jeweiligen Monat, zu den jeweiligen Themen. Das ist so, so spannend, wie da diese Zusammenhänge sind. Und da gibt es auch so eine wunderbare, einfache Technik, um Träume zu deuten, weil letzten Endes die Menschen, die du in deinen Träumen siehst, die stehen nicht unbedingt für die Person im realen Leben, sondern die stehen auch im übertragenen Sinne für andere Situationen, für Dinge, für Themen. Ich denke gerade an einen Traum, hatte ich von der Nachbarin geträumt, dass ich die besucht hatte. Und die hat ein Kind bekommen. Und als ich dann morgens in dieser Rauhnacht damals diesen Traum notiert hatte, habe ich noch gedacht, die kann ja rein von ihrem biologischen Alter keine Kinder mehr bekommen. Was soll das denn jetzt? Ja? Keine Ahnung. Hab den Traum notiert, mir keine weiteren Gedanken mehr gemacht. Und in dem Monat, wo ich die Notizen zu den Rauhnächten nochmal mir geholt hatte und diesen Traum gelesen hatte, da habe ich den dann gedeutet. Da gibt es so Zwei-Stuhl-Technik, da gibt es verschiedene Techniken aus dem System stellen. Ich nutze da gern so die Zwei-Stuhl-Technik und nehme dann Kontakt nochmal mit diesem Traum auf und hinterfrage da die Botschaften, die dahinter sich verbergen. Und das Ding ist, die Nachbarin, die stand metaphorisch im übertragenen Sinne für mich und das neugeborene Kind stand für mein neugeborenes Kind, aber nicht, dass wir ein drittes Kind gekriegt hätten, sondern die Irmgard-Anna-Ponder-Akademie ist in diesem Monat entstanden. Das war das neue Kind, das geboren wurde. Du merkst, das ist so, so mystisch, was da an Informationen, an Wissen zu dir fließt, wenn du dich drauf einlässt und wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du damit haben. Ja? Also Träume unbedingt auch notieren. Und wenn du sagst, ich träume nie, was auch ganz mystisch ist, wenn du abends zu Bett gehst, bitte dein Unbewusstes, das Universum, Gott, Allah, Manitou, keine Ahnung, deine Schutzenergien, dein Schutzengel, welchen Namen auch immer du dieser Instanz geben möchtest, um Informationen in der Nacht. Und die werden kommen. Warum? Weil du mit dieser mentalen Ausrichtung schon zu Bett gehst. Du wirst Informationen bekommen. So, ich habe eben noch Räuchern angesprochen und was ich auch gerne nutze, sind Edelsteine oder solche Steine überhaupt. Das sind alles so Dinge, die ich sehr gerne
während der Rauhnächte insbesondere nutze, weil auch Steine, insbesondere Edelsteine, haben auch besondere Energien, besondere Kraft. Da ist zum Beispiel, vielleicht kennst du das, der Rosenquarz, das ist zum Beispiel ein guter Strahlenfänger, der Bergkristall zum Beispiel, der sorgt für Klarheit oder unterstützt die Klarheit. Amethyst unterstützt die Weisheit. Das sind dann solche Dinge, die ich dann gerne auch schon mal bei mir trage oder als Deko auf dem Tisch liegen habe. Wenn es um Schutz im Wohnraum oder um deinen Schutz geht, wenn du da einen Bezug zu hast, da gibt es zum Beispiel Chungitsteine, das sind diese schwarzen Steine. Es ist da ganz simpel, einfach, es geht bei dieser Auswahl von diesen Dingen, Räuchern und Steinen und Ritualen, einfach wirklich darum, auf dein Herz und dein Bauchgefühl zu achten. Und das ist insbesondere beim Räuchern wichtig. Es nutzt nichts, wenn du weißt, dass zum Beispiel Salbei das ein wunderbares Reinigungsmittel ist, um deine Aura zu reinigen und die Räume zu reinigen, wenn du Salbei aber verdammt nochmal nicht riechen kannst. Oder Weihrauch. Ich zum Beispiel liebe Weihrauch, weil ich wohl in früheren Leben schon viel in Klöstern und unterwegs war und da gelebt habe oder keine Ahnung. Aber ich liebe Weihrauch total. Ich kenne aber auch einige, die sagen, nee, überhaupt nicht, mein Duft mag ich überhaupt nicht. Ja? Also lausch da auf dein Bauchgefühl, was sich für dich gut anfühlt. Und jetzt gebe ich dir mal noch so ein paar Räuchermaterialien mit, die du auch schon hast. Es gibt wunderbare Räuchermischungen. Ich nutze auch gerne Räucherstäbchen. Eine Sorte Räucherstäbchen, die nutze ich immer das ganze Jahr über, weil ich in einer Palmblattbibliothek mal von einem Brahmanen zu gewissen Räucherstäbchen eine auf mich unterstützende Geschichte einfach oder eine auf mich bezogene, unterstützende Information bekommen habe, ist der bessere Ausdruck. Und seitdem nutze ich einfach das ganze Jahr über besondere Räucherstäbchen. Das sind alles Dinge, die du hast, die du auch holen kannst, wo du auch Geld für ausgeben darfst, aber du kannst auch ganz simpel und einfach Zutaten aus der Küche nutzen. Zum Beispiel Lorbeerblätter. Den sagt man nach, dass sie die Wahrnehmung schärfen und die Sinne öffnen. Orangenschalen vermitteln Geborgenheit oder auch Wärme. Die Rose, die wirkt beruhigend, entspannend, herzöffnend. Oder Rosmarin trägt dazu bei, Rückenstärkung zu bekommen für die Veränderungen, weil ich habe eben davon gesprochen, dich in deine neue Identität, in deine neue, in das Ich hinein zu entwickeln, dass du in Wahrheit bist, das aber sein Strahlen, sein Leuchten mit der Welt teilen möchte. Das nenne ich als Identität. Ich sage bewusst nicht Persönlichkeit, weil du bist eine Persönlichkeit. Du bist vollkommen und du bist gut so, wie du bist. Nur du willst ja mehr aus deinem Leben machen, mehr erreichen. Sonst wärst du hier nicht in meinem Universum, in unserer Erfolgscommunity hier. Und da kann einfach Rosmarin das zu räuchern, dabei zu unterstützen, die Veränderung auch zuzulassen. Denn du betrittst Neuland, du verlässt deine Komfortzone, du machst Riesenschritte in eine andere Richtung in deinem Leben und das fühlt sich total unbequem an, weil unser Stammhirn, das mag keine Veränderung, das will das Gewohnte, weil das sonst keine Referenzpunkte hat. Herz und Seele und Großhirn, ja, in die Richtung geht's. Und Stammhirn sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ja? Und das läuft so auf einer unbewussten Ebene natürlich auch ab. Und da kann Rosmarin einfach dich dabei unterstützen, da tatkräftig tatsächlich auch unterwegs zu sein, voller Kraft und Energie.
Salbei, habe ich ja schon erwähnt, ist ein wunderbares Mittel, um Räume und die Aura zu reinigen. Man sagt Salbei auch nach, dass es negative Einflüsse abwehrt, dass es kräftigt, dass es auch klärt und stärkt. Wacholderbeeren zum Beispiel, die bieten einen starken Schutz. Man sagt ihnen auch nach, dass sie dunkle Energien vertreiben und dass sie auch eine leicht desinfizierende Wirkung haben. Hat vielleicht eine ganz besondere, metaphorisch gesprochen, Unterstützung für dich, gerade in dieser jetzigen Zeit. Genau. Also hier ist auch ganz simpel. Lausch auf deinen Bauch, auf deine Nase, auf dein Herz. Und wenn ich Nase sage, fällt mir gerade auch noch ein, was ich sehr gerne nutze, sind auch unterschiedliche ätherische Öle. Da würde ich dir mit auf den Weg geben, darauf zu achten, dass du wirklich eine gute Qualität holst. Also nicht irgendwie ein ätherisches Öl für, keine Ahnung, ein paar Cent, wo dann mehr Chemie drin ist als ätherisches Öl. Weil damit tust du dem Körper dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine unterstützende Maßnahme an. Also schau da auf eine gute Qualität. Also nochmal zusammenfassend. Vorbereitung. Ein paar Tage vorher schon ein bisschen drauf einstimmen, so ab dem 15., 16. Dezember mache ich das dann gerne. Am 21. alles loslassen, diese dunklen Schatten, die uns da umgeben, die sich da irgendwie eingeschlichen haben, in unser Umfeld, in unser Energiefeld, das loslassen. Ein Jahreserfolgsmonatsbuch dir schon mal besorgen, damit du da auch gerüstet und gewappnet bist für die Rauhnächte. Es sei denn, du machst es mit mir gemeinsam, da gebe ich dir gleich noch einen Link dazu, wo du dich anmelden kannst, dann machen wir das alles gemeinsam. Da bekommst du von mir ein Jahreserfolgsmonatsbuch und auch alle Meditationen, Anleitungen. Also da werde ich dich jeden Tag dann eben auch durchführen. Genau. Dann in den Rauhnächten die Notizen machen, dich verbinden mit dem entsprechenden Monat des Folgejahres. Die Themen, die in diesem Monat für dich anstehen, mach das gerne wie ich, beruflich, privat, gesundheitlich oder such dir nur ein Thema aus, wenn dir das zu viel ist, gleich drei zu nehmen. Das zu notieren. Und so kannst du das Büchlein auch schon vorbereiten, wenn du dir ein eigenes nimmst, dass du dann schon mal Januar, Februar, März, April und so weiter schon mal Seiten vorbereitest, sodass du schon mal da vorbereitet bist. Dann Gedankengefühle, besondere Begebenheiten, besondere Gespräche und so weiter notieren. Deine Träume notieren, alles ganz kurz, alles rasch, ratzfatz, musst du gar nicht viel Zeit mit verbringen. Ja? So, am 31. nochmal so Jahresend, Jahresanfang Meditation machen. Also, wo geht die Reise jetzt wirklich hin? Wo genau will ich am 31.12. des Folgejahres stehen, in dem Falle 2022? Und das mit so einer Samenkorn-Meditation dann auch Mutter Erde übergeben, damit es hier Wurzeln bekommen kann im übertragenen Sinne und auch das Pflänzchen immer mehr und mehr im Laufe des Jahres im übertragenen Sinne wachsen kann. Mit anderen Worten, dass du dich mehr und mehr in diese Identität hinein entwickeln und entspannen kannst, die du dann auch sein möchtest. Oder anders ausgedrückt, deine Ziele auch tatsächlich erreichst, auch tatsächlich dort ankommst, wo du wirklich hin möchtest. Und dann tatsächlich wirklich immer nur zum Monatsbeginn des jeweiligen Jahres, des jeweiligen Monates, deine Notizen lesen. Also nicht alles nochmal durchlesen, sondern im Januar fange ich dann tatsächlich am 7. Januar erst an und lies mir da, was ich für den Januar notiert habe. Weil vorher bin ich ja dann auch immer noch mit den Rauhnächten beschäftigt. Das wäre für mich dann wiederum nicht Fokus auf ein Ding. Das macht viel mehr Sinn, sich auf eines dann zu fokussieren. Und im Februar, 1. Februar, schaue ich mir an, was ich mir in der jeweiligen Rauhnacht notiert habe und dann geht es auch nochmal da hinein, sich zu fühlen,
das wirken zu lassen, das zu deuten, was du da geträumt hast und, und. Und so hast du eine wunderbare Jahresplanung, durch die du dich leiten und führen lassen kannst. Und wie viel mehr bist du der tiefen inneren Weisheit, die in dir verborgen ist, da näher gekommen, deiner Intuition, die ja auch in dir angelegt ist. Jeder von uns hat so viel Intuition, so viel Wahrnehmung in sich, sie ist nur verschüttet worden im Laufe der Jahre. Schau mal, ein dreijähriges Kind, du als dreijähriges Kind, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber wie leben denn Kinder tagsüber? Die haben keine Ansichten über irgendetwas, wie sie sich kleiden, was sie kleiden, wann sie essen, wie sie essen, mit was sie spielen. Die haben auch keine Ansichten darüber, Fehler zu suchen, was uns in unserem System beigebracht wurde, immer den Fehler zu suchen. Und die haben auch keine Ansicht darüber, erstmal etwas fertig machen zu müssen, um dann das nächste anzufangen. Wenn wir Lust hatten, mit der Barbiepuppe zu spielen, haben wir mit der Barbiepuppe gespielt. Wenn wir keine Lust mehr hatten und haben den Kaufladen gesehen, haben angefangen, mit dem Kaufladen zu spielen. Wie viel mehr kannst du diese Intuition, die in dir verborgen ist, jetzt als Erwachsene Frau, als erwachsener Mann wieder nutzen, um dich auch so mit diesem Zauber der Rauhnächte, mit den Energien, mit den Informationen, die da zu dir geflossen sind, dich tatsächlich leiten zu lassen. Genau. So, und für diejenigen, die das jetzt mit mir gemeinsam machen möchten, dieses Jahr, online natürlich, ich schreibe dir gleich einen Link hier unter das Video oder über das Video, du wirst den finden. Lausch da auf deinen Impuls. Da findest du nochmal alle weitere Informationen, was du alles bekommst, wie ich dich da genau begleite. Und ja, dann freue ich mich, wenn ich dich auch begleiten darf, um dass wir gemeinsam in einer wunderbaren Gemeinschaft, in die Energien, wenn ich Gemeinschaft sage, die Gemeinschaft ist auch da, auch wenn es online ist, in den Zauber dieser besonderen Rauhnächte 2021-22 eintauchen dürfen. Lausche auf den ersten Impuls, klick einfach auf den Link, schau es dir an, was dich alles erwartet und ja, dann lass es uns, wenn du möchtest, gemeinsam machen. Ach, danke für die Herzlein. Die Sonja ist auch mit dabei, Julia ist mit dabei. So schön, ihr Lieben. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.